Tüte und das gehört zum Mofa dazu. Sattel habe ich auch neu gekauft mit Puch-Emblem. Den werde ich auch mit in die Kiste packen, weil hier fehlt die Feder. Ja, an den Zügen brauche ich so nichts machen. Lichter funktionieren soweit alle noch. Wie gesagt, Reifen sind auch noch einigermaßen gut. Wir haben heute auch was gemacht. Wir sind heute losgegangen. Und haben das Moped mal angemeldet. Damit hier das mal 2,50 Meter bewegt werden kann auf legalem Wege. Ne? Ich habe jetzt für den Rest habe ich da noch 20 Euro bezahlt. Ich habe die auch wirklich einfach nur eben so auf mich zugelassen. Ne? Hier 20 Euro hat das gekostet. Und das war's. Damit die draußen mal laufen kann und nicht, dass die auf der Straße steht oder dann kommt die Bullen und sagen, das Ding ist nicht angemeldet. Ist wohl angemeldet. Alles ist gut. Das Ding wird, wie gesagt, nur als Unter mal jetzt instand gehalten und hier können wir das nochmal sehen. Hier ist der ganze Aufkleber ab und diese ganze Originalpatina hier, ne? Also kein Tuning. Zum Tuning werde ich mir ein anderes Projekt kaufen. Die ist zu schön, die ist zu selten, die ist zu original, um die zu verbasteln. Ne? Auch sowas mache ich. Das ist was zum Beispiel, das braucht nicht viel Platz. Das ist wie ein Fahrrad. Das stelle ich zur Seite, das sammle ich. Ne? Wenn noch so eine kommt, dann kaufe ich auch noch eine. Ich würde auch noch mehrere, wenn der Preis wirklich gut ist, weil für das Ding habe ich einen Apfel und ein Ei bezahlt. Ne? Da bezahlt es für ein E-Fahrrad heute mehr. Ne? So viel dazu. Ich wollte euch mal einen neuen Stand reinhauen, was Poch Maxi. Steht immer noch hier bei mir im Wohnzimmer. Wäsche ist noch aufgehangen, meine Schlüpper hängen da noch rüber. Und hier seht ihr mal, wie staubig, ne? Wegen dieser Baustelle, die ich draußen habe. Ja, und der Köder pennt natürlich wieder, ne? Ja. So, was haben wir hier noch? Zwei Kundo F1 Auspuffanlagen, auch mittlerweile sehr selten geworden, werden nicht mehr hergestellt. Das ist der Rollermotor. Mit in Rotorzündung ist drin und alles. Evo 1. Wollen wir vorne reinkippen? Komm her. Wenn die alle lose sind, gucken wir mal vorne rein, ob da überhaupt ein Kolben drin ist. Ich weiß das gar nicht. Weil da unten ist die Tüte, da liegt der ganze Rest drin. Das ist schon ein Uraltmotor von mir, ne? Also den schleppe ich schon ewig mit mir rum. Oder zumindest die Teile. Den Block habe ich dazu neu angefertigt, aber die Teile schleppe ich schon Ewigkeiten mit mir rum. Diese Kalotte ist noch drauf. Da ist die Kalotte auf jeden Fall da. Weil ich so sehe, Dichtungssatz fehlt hier. Kann aber auch sein, dass da einer drin ist, weil ich erinnere mich, dass ich mal einen gekauft hatte. Oh. Ja, siehst du, sogar ein nagelneuer Kolben drin. 47,6. Ne? Kann man auch sehen, der ganze Block ist komplett überarbeitet. Komplett angepasst von mir. Ausgedremelt, komplett überarbeitet. Zylinder auch. Ne? Sieht man hier. Ist auch alles von mir mit dem Dremel komplett überarbeitet worden. Einlass, Auslass. Ich will den jetzt nicht abziehen. Neue Stehbolzen. Wie gesagt, das ist alles neu hier. Ist aber schon uralt Pampe. Ne? Also Polini Evo 1 ist das hier. Mit einem 24er Vergaser. Mit einer Malossi in Rotorzündung. Auspuffanlage ist Kundo F1. Getriebe ist komplett mit Deckel Top Performance. Nado. Antrieb ist Overrange Kit, wo mir allerdings noch die Vario fehlt und die Riemscheibe und ein Membranblock fehlt mir noch. Dann ist der Motor eigentlich soweit wieder einsatzbereit. Zeug steht, der Rest von dem Fahrzeug bei Nico bereit. Werden wir uns demnächst auch ein Projekt rausschlagen, weil das Ding steht echt schon lange jetzt rum. Ich will den mal wieder auf der Straße sehen, mal gucken, was die alte Schule noch drückt hier. Ja Jungs, wisst ihr erstmal Bescheid, Poch Maxi N. Evo 1 Motor, Minarelli LC, ne, steht hier, Schlüpper hängt da, wisst ihr erstmal Bescheid, ich werde das Video erstmal schneiden und hochladen, ne? Auf jeden Fall wisst ihr, was Stand ist, das Ding bleibt original, wird original erhalten, wird konserviert, wird eingetütet und was weiß ich nicht und weggestellt, ne? Wird aber definitiv nicht einfach nur hingestellt und wird nicht, sondern das Ding wird auch gefahren, ne? Also jeder, der mal zwischendurch kommt, der soll dann mal eine Runde mit drehen oder was weiß ich. Oder mal gucken, ich bin auch schon am überlegen, ob ich da nicht selber mal den Arsch zusammenkneife und da mal hingehe und hier, dass ich das Ding vielleicht selber bewegen kann. Das wäre ja auch ganz geil mit so einem Möff, ne? Also das ist mein Jugendtraum, ne? Also damit bin ich groß geworden. Daraus ist das geworden, was ich heute bin, ne? Die gibt's von mir auch nicht, ne? Könnt ihr nicht kaufen. Keine Chance.
das Ding bleibt, bis ich unter die Erde gehe. So Jungs, so viel dazu. Ich schneide das für euch zusammen. Wir sehen uns munter.